Hey, hey, yo, Leute, herzlich willkommen zurück zur vorletzten Folge von Minecraft Dungeons Flames of the Nether. Wir haben das letzte Mal alles gespielt und dann das hier freigeschalten. Das Seelensandtal. Da schauen wir uns doch gleich mal die Handlung an. Das Seelensandtal ist ein grausiger... Oh mein Gott, sieht das cool. Des Nethers, den sogar die mutigsten Krieger fürchten. Nutze all dein Geschick und hab immer eine Hand an der Waffe, wenn du diese sich wandelnde Sande durchquerst. Ah, da gibt's bestimmt... Ich überleg gerade. Also, hier wäre ich... Also, ich bin jetzt genau da, so. Überleg aber gerade. Nee, aber dann machen wir so. Let's go! Schauen wir uns ein weiteres Mal dieses schöne Spektakel an. Wieso bin ich jetzt so dunkel? Schaut ihr euch das Spektakel an. Ich schaue mir das Spektakel Farbkorrektur an. Fertig. Ja, das sieht schon besser aus. Ich will jeden einzelnen dieser Blöcke hier sofort. Boah, ist das laut! Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Ich mach's mal bei mir noch. Bisschen leiser, das ist ja. Voll cool. Okay, hier gibt's ein bisschen Stage zum Erkunden. Okay, dann, ja. Das Mikro ein bisschen weiter runter, dass das nicht in der Aufnahme stört und direkt rein. Noch keine Gegner, das ist seltsam. Ich hab nichts gesagt. Es scheint bis jetzt sehr. Oh mein Gott, linear zu sein. Bienenstock und direkt mein Lama. Hier ist rot in der Mitte, ist ein bisschen seltsam. Hier wieder hinten was haben die? Oh mein Gott! Das ist ja... Ding da hinten hat doppelten Schaden. Gott. Nee, nicht noch so Geister. Ich war relativ froh, dass ich die jetzt nicht mehr rein instant platzieren. Also von hier oben kann man sehr gut alles weg scouten. Das Ding hat auch noch Regeneration. Was ein Blödmann. Okay, wir laufen einfach mal den Weg entlang, der uns eigentlich sagt, dass wir da lang sind, aber ich nehme noch den Trank der Geschwindigkeit mit. Einfach weil ich es immer gut finde, wenn man immer ein bisschen schneller ist. Ich fänd das cool, wenn das konstant wäre. Diese Vibrate mein Controller auf die Wunder ich hab hätte. Zack. 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 Läuft gut. Die Lohnen sind halt doof, weil die machen echt so viel Feuer, dass man fast gar nichts mehr auf der Map an sich sieht.
Chest, ich habe 6-fach Regeneration. Ich smash ein bisschen, erkunde das Teil. Ja, hatte ich vor. Ah, ich habe mich erkundigt, Leute. Und zwar kommt noch ein Unterwasser-DLC raus und einer im End, wie ich sagte. Das ist der letzte von den 4, die es in diesem Hero-Paket gibt. Oder wie das heißt. Das wusste ich zum Beispiel jetzt nicht. Zumal, wenn das Ende wirklich als letztes von diesen 4 kommt, heißt es dann, dass es danach keine DLCs mehr geben wird. Wobei Minecraft Dungeons macht ja so einen Profit durch die ganzen DLCs Genre Gedöns. Ich würde da nicht aufhören. Ich würde da immer mich wieder hinsetzen und mal mehr machen. Und die müssen ja eigentlich nur Blöcke neu retexturieren. Es gibt auch noch normale Gegner. Das ist der Bienenstock. Der ist mir hier schön. Bitte gucken, ich sehe nämlich nichts. Okay, ein bisschen smash. Ist er eigentlich nur laufen mit dabei? Oh Gott! X, komm her! Krieg ich denn hier Schaden? Nein, 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 ich würde da weg. Ich würde da weg. Schwein. 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 B. Boah, ist dieses Teil riesig. Also bis jetzt, es läuft gut. Wieder ein bisschen Brot. Und dann schießt man die wieder an. Das klang nach Creepern. Das ist Betrug, das zeigt. Das ist. Das ist Betrug, das zeigt nicht an, liebe Leute. Nee, das ist unfair. Ich finde das voll unfair. B! Wo denn? Ich bin tot. Ja, getroffen. Heil gegen, heil gegen. Oh Gott, ich hab wie viel. Noch 271 Leben, das ist ein Treffer. Ich werde jetzt hier gar nicht weggehen. Der kann doch nicht. Okay, jetzt kommen hier 10.000 Typen raus. Der weg ist Mesh, der kann sich jetzt auch noch teleportieren, okay. Aber wir müssen hier gar nicht lang, wir müssen nach oben. Wobei ich gerne wissen würde, ob es hier was gibt oder nicht. Ja, aber sieht auch so hübsch aus. Ein Glück, dass ich hier lang bin. Jetzt habe ich aber Angst, dass ich sowas schon häufiger verpasst haben könnte. Aua. Zwischenhalten. Und ein Lama! Ich mag das Lama. Spooky ist toll. Die Bienen sind tolliger. Toll, tolliger am tolligsten. Am tolligsten. Hä? Wann wurde ich denn getroffen? Echt jetzt, aber wann?
wieder 10.000 Gegner. Okay, eine Probe ist aber schlechter. Ne, wir müssen nach oben. Dann gehen wir nach unten. Och man, jetzt trifft er mich auch. Na gut. Dann gucke ich noch hier, wenn es jetzt fertig ist. Ja, was soll ich dazu jetzt groß sagen? Ich dachte, die hauen vielleicht nochmal irgendwas. Was ist denn jetzt los? Nein. Ich glaube, ich habe die Facecam-Dings. Ich so machen. Boah, oder null. Und es sieht auch cool aus. Ist das? Nein, nicht den Greenscreen ändern. Ich hab mein wieder kaputt gemacht. Habe ich? Ja, habe ich. Nein! Ihr seht jetzt nicht das, was ich sehe. So geht das. Ja, so. Das ist auch. Naja, ich sehe immer noch blass aus. Okay, also, was haben wir für ein Item? Okay. Jeder kennt es. Jeder hasst es. Und Schmidi hat. Und. Und so was ist. Möbel, 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 Möbel. Packen wir direkt wieder rein. Und damit wären wir fertig, Leute. Und da geht es das nächste Mal hier hinein. Jetzt weiß ich diesen ultra fast. Okay. Die verwendeten Zauberpunkte werden mehr uralte Kreaturen erlangen. Nö. Ja gut. Was das bedeutet, liebe Leute. Bitte. Och Gott, das ist ja schlimm. Ich dachte, okay, ja, so ein bisschen. Sieht halt so ein bisschen durch, aber doch nicht komplett. Ja, Leute, auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Ich hoffe, jetzt klar, wenn ihr seht, wird bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Tschüss.